Hallo und herzlich willkommen hier zum Kochsimulator im Shelter hier drin mit Lego. Es geht weiter und wir müssen nochmal hier ein Rezept neu machen. Also das eine haben wir trotzdem hier, verkaufen wir trotzdem, aber ja, wir haben beim anderen mal eben einen kleinen Fehler der Menge gemacht, weil wir da einen falschen Teller genommen haben. Und das möchten wir jetzt nochmal ausmerzen. Na gut, aber es wird wahrscheinlich eh nicht ganz hinhauen, weil da wieder irgendwas falsch wird sein. Aber ich mache ja alles eigentlich so, wie es im Rezept immer steht, ne? So, ich schalte hier ein, dann... Jawohl. Ah, es ist wieder laut, ey. Ja, und dann brauchen wir einen tiefen Teller, also einen Schippenteller im Endeffekt. Sonst wird es nämlich wieder nichts. Ja. Aus. So, in den Topf müssen jetzt die Garnelen rein. Bei 2. Jetzt Sattel. Was muss noch rein? Das war schon, die Chilischoten sind schon drin. Und der Knoblauch. Die Zwiebeln, die kommen so auf den Teller. Ja, genau. So, dann starten wir das wieder. So. Zwiebeln kommen so auf den Teller. Ich hoffe, die werden jetzt nicht kalt. Boah, die sehen aber sehr dunkel aus. Sehen sehr dunkel aus, die Zwiebeln. Naja, gut, wird schon hinhauen. Ja. Aus. Dann kommt das Ganze hier in den Teller rein. Ja, da müsste jetzt gehen, weil in den Teller passen ja mindestens 300 Milliliter rein. So. Lass mal die ganzen Stückle hier rausfischen. Hallo? Ah, das ist immer das Gefriegel hier. Ah. Okay. Dann schiebt man den Sud noch in den Teller rein. Schauen. Ah, das war jetzt wieder blöd. So. Ein bisschen was habe ich verkleckert, okay. Warum ist das Stück jetzt halt mit reingegangen? Jetzt kriege ich das Ding nicht hier. So. Jetzt hat er. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel verkleckert. Wobei, nee. Hä, warum habe ich dann hier überhaupt gekleckert? So. Das geht mir jetzt zum Warmhalten wieder rüber. Mal jetzt aber auch erstmal hier. Jetzt brauchen wir nämlich noch das Brötchen. So, jetzt haben wir dann nämlich ein noch größeres Defizit. Müsste ja innerhalb über 2 Unterhälften kaufen. So, da brauchen wir 8 Milliliter Rapsöl oder was war's? Doch, Rapsöl, ja. Muss ich so träufeln, weil so eine Menge kann ich nicht. Wo ist denn jetzt hier der? Hat sogar funktioniert. Ohne großartige Probleme. Das muss jetzt wieder aufs Backblech. Warte mal. Kriege ich das so drauf gelegt? Ja, das versteht auch keiner, warum das jetzt nicht geht. Ich muss jetzt extra das Backblech in die Hand nehmen und das so drauf packen. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Warte, ich müsste wieder mit der Steuerung darum machen hier. Mit der Erweiterten. So, zack. Zack und ja. So. Ja, schöner wäre es, wenn hier der Backofen selber einen eingebauten Wecker hätte, der losgeht, wenn man einschaltet. Echt praktischer hier. Ne? Könnte doch auch, ja. Er hat Ober- und Unterhitze hier, solche Spiralen, der Backofen. Ich wollte das einfach nochmal gucken hier. Zeittechnisch, jetzt müsste ich gleich mal wieder hupen. Ja.
Okay. So, dann kann man das ja servieren am Teller. Und ich hoffe, diesmal haben wir die erreichte Punktzahl. Irgendwie fehlt jetzt auf dem einen Teller komplett die Soße oder sieht es noch so aus? Ja, jedenfalls war es nicht genehm. So, da ist es jetzt nicht im Sud liegen. Das ist schon besser, ja. Ah ne, da hinten. Da hinten ist der Teller. Ah, ja, okay. Ich habe den falschen angeguckt. Zuweisen. Yes, jetzt erfordern wir die Anforderungen. So. Ja, ich weiß, dass ihr kommt. So, die Mischung kippe ich weg. Die brauche ich nicht mehr. Ja, da haben wir ein bisschen gekleckert. Das mache ich jetzt aber nicht sauber. Ich suche mir gleich mal ein neues Rezept raus, obwohl wir das wahrscheinlich nicht mehr fertig kriegen. Rote Pilzsuppe. Ach komm, mach mal die Pilzsuppe da. Dann haben wir das nämlich. Die ist aber sehr komplex hier. Na gut. Einem Backblech Tomaten zufügen. 360 Gramm, okay. Dann hole ich mal das Blech gleich mal raus. Das sind drei Tomaten. Ah, naja, so richtig schön sind die auch nicht, die Tomaten. Die müssen backen. Es kommt ja nachher in den Topf rein. Mischen, ah, da steht es bei Mischen, ne? So, okay. Das heißt, wir machen erstmal die Tomaten. Ja, ist schon recht. Jetzt haben wir noch 2 Stündle, dann sind die da. Ran. Wir brauchen den Topf, die sind leer. Da brauchen wir Bio, da haben wir noch was stehen. Ja, so Genauigkeit muss sein. Okay. Es hat doch gerade 200 angezeigt, merkwürdig. So, Pomelo-Saft. Seite, okay. Ja, ich habe das Problem. Ich will halt, dass es hier anbrennt. Ja, ich warte erst mal hier. Ja, jetzt sehen sie besser aus. Jetzt sehen sie richtig schön rot aus, die Tomaten. Ja, die muss man erst mal kochen, dann sind sie reif. Ja, da neigt sich, aber wir haben doch noch hier ja, Zeit. Noch 1,5 Stunden Zeit. Ruhe. So, jetzt können wir weiter. Der Rest bleibt erst beim Ofen. Was haben wir gesagt? Pomelo-Saft, ne? 20 Milliliter. Das kommt in den Topf. So, womit wir jetzt schon wieder eine Mischung haben, ne? Dann brauchen wir Sojasauce. Stellen wir das Ding auch mal um. Sojasauce. Mal, das steht hier in dem kleinen. Ne, ist das Barbecue? Das ist Sojasauce. Ich habe die doch schon mal gehabt, oder? Ah, hier. Steht da und sagt nichts. Das ist ja mal an 2 Punkten, so Sachen stehen hat, ne? So, auch hier rein. So. Und da müssen jetzt die Tomaten rein, das wird dann gemischt. Alles klar. So, die sind ja fertig. Wird doch wohl noch mal heiß gemacht, oder? Okay, wo habe ich den Mischer hin? Da habe ich den Mischer hin. Im Prinzip reicht er da hoch und runter mal. Weil eigentlich das Ding ist ja auch nichts Gescheites, ne? Das kommt am Topf hier unten raus. So. Wieder hier hin. Da ist es nicht aus dem Weg. Jetzt brauchen wir Knoblauch, Zwiebel, Chilischoten, rote Pilze. Das tun wir mal gleich wieder in unsere kleine Vorbereitungsschale. Warte mal, einen Knoblauch haben wir noch dort liegen, den hole ich jetzt nicht. Aber Zwiebel ist immer da eine Weise gemeint. Chilischote einmal. Und rote Pilze.
einmal. Ja, so. Das ist mit Schnibbeln. Den Knoblauch in Hälften, das ist eine einfache Übung. Normalerweise ist es ziemlich einfach. Und da gibt es, glaube ich, auch nicht viel falsch zu machen. Kommt denn der dann hin? Den Topf kommt er schon mal nicht, also dann geht er erstmal auf die Schüssel hier. Na. Die Zwiebeln, die werden geviertelt. Oder die Zwiebel sind nur eine. Ja, es ist wieder kein gescheites Viertel hier. Ah, oh Gott, da können sie wieder meckern hier. Naja. Gut, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo die hinkommen. Dann kommen sie auch auf den Teller rauf. Danach können wir nicht verfahren, damit wie wir wollen. So. Die Chilischote nur eine Hälfte. Oh. Aha. Ist auch noch die andere aufgetaucht. So, einmal die. Ja, das Zeug, das, das verflüchtigt sich immer so leicht. So, einmal Hälfte. Dürfte ungefähr so sein. Ja, das längliche Teil ist ja auch genauso schwer wie das dicke Teil. Wenn es hochkommt, ja, sogar in dem Fall, ja, passt halt wieder nicht. Dann schmeißen wir den auch in den Teller rein. So. Den roten Pilz noch in Hälften. Es müsste jetzt eigentlich ziemlich easy gehen. Gar nicht ganz. 5 Gramm hier wieder Unterschied. Aber naja, gut, das ist ja jetzt nicht der Genauigkeitsschneider, ne? So, dann wollen die Milch im Topf haben. Na, was ist los? Ah, ich glaube, die Zeit ist zu Ende. Ja, dünn, dünn, dünn. Hat auch nicht mehr gehupt. So, die Garnelen im Wein- und Tomatensoße haben wir 64 noch verschachern können. Gut, da die Details passt nicht mehr, ne? Das ist egal. So, weiter. Ah, sie sind ein bisschen angestiegen hier. Weiter. So, jetzt, ich gucke gar nicht groß, ich mache einfach weiter. So, ja, Tag beenden. Auch wenn da was vielleicht mit dem Angebot ist, aber wir haben ja eigentlich hinreichend Sachen, ne? So, okay. Tag 26. Also, wo war stehen geblieben? Milch. Milch, 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 Milch. Kann man hier noch stehen? Zum Topf hinzufügen. Jetzt lasse ich mal. Zu einem Topf. Ah, das ist wieder interessant. Danach die roten Pilze und die Zwiebel. Aha. Das ist ja ganz blöd hier. Ah, das passt ja von den Proportionen alles dann gar nicht mehr zusammen. Also ich schätze jetzt mal, dass das jetzt in denselben Topf reinkommt hier. Also dann die Milch. Okay. Dann der Agavendicksaft, Saft, heieiei, 50 Milliliter, warte mal. Ja, ich nehme die Pipette, das sind halt dann dreimal, aber was soll's. So. Da bin ich wieder sehr vorbildlich. So.
Eine Runde. Die zweite Runde und hier noch die dritte Runde. Ist nur eine halbe. So, das war das saftmäßig. Dann kommt jetzt hier noch Räucheraroma rein. Räucheraroma haben wir hier. 20 Gramm. Na, versteht denn der? Eins. Na, ich stelle es wieder auf 1 zurück. Oder auf 5. Dann brauchen wir die Zwiebeln und die Chilischote da drin. Zwiebel. Wo ist der Chili hin? Das ist der Knoblauch hier. Da liegt ein Stück Chilischote. Das Anvisieren ist halt immer ein bisschen schwierig. So, naja, wenn das jetzt nochmal gemischt werden sollte, dann müsste ich das jetzt machen, aber anscheinend muss ich das jetzt nicht mehr, ne? Aber am Ende hier unten müssen halt dann Pilze und Zwiebel in den Teller jeweils rein. So, und der Knoblauch kommt, ach so, der kommt erst später rein. Jetzt muss das erstmal 60 Sekunden lang kochen. Wecker. An. So. Komm, jetzt währenddessen habe ich gerade ein wenig Zeit. Da kann ich mal den alten gammeligen Schwamm benutzen hier. Hoppala. Genau, erstmal hier hinschmeißen. Das geht wie? Reinigen mit E. Okay. Die schon eh nicht so großartig saubere Flächen hier sauber machen, ne? Okay. Machen wir da mal kurz nochmal rein. Das nicht so richtig funktioniert, okay. Okay. So, ja, da hinten hätten wir ja zwar auch ein Radio, aber ich mache das aus Gründen nicht an. Ihr denkt, ihr wisst wahrscheinlich schon warum, ne? Ja. Ist mal als YouTuber nie gefeit vor. So, einmal aus. Danach muss ich nicht nochmal so viel lang kochen. Dann kommt der Knoblauch und die roten Pilze da rein. Okay. Und das muss jetzt nochmal 60 Sekunden, 60 Sekunden lang kochen. Heieiei. Stolper ich schon wieder meine Zunge rüber, ne? Zack. Dann können wir hier eigentlich schon mal, ja, drei Suppenteller richten. Weil, ja. Denk mal. Den Rest wird man halt einfach rausgeben. Egal, ob wir genügend Beilagen dabei haben oder auch nicht, ne? Das ist mir dann egal. Die Mischung ist jetzt schon wieder hier rot, okay, merkwürdig. Aber wir haben ja eigentlich alles nach Rezept gemacht. Wenn so gesehen, die Chilischoten, die sind jetzt dann auch durch. Zwiebel zieht noch ein wenig nach. Ja, es könnte aber, ja, eigentlich sind die Schoten nämlich schon durch, ne? Ja, die sind schon angekommen. Wir werden jetzt gleich rot. Ah, man sieht, wie da der Knoblauch und die Pilze aufholen. Ah, wobei. Das passt. Passt tatsächlich. Das ist eigentlich erstaunlich. So, aus mit dir. Ja, dann können wir servieren, denke ich mal, würde ich mal sagen, ne? So, also. Kommt da jeweils ein Pilz rein. Jetzt müssten wir im Endeffekt hergehen, müsst ihr ja nochmal Pilze abkochen, ne? Das kann ich ja jetzt nicht mit einfachem Wasser machen. In dem Sud selber geht es eigentlich auch nicht mehr. So, Zwiebel. Da mal ein Stück. Braucht 60 Gramm Zwiebel.
Jetzt das Stückle finden, ne? Ja, dann tun wir erstmal ein bisschen Sud abschöpfen. 300 Milliliter. Mit der großen Kelle. Obala. Ja. Weiß gar nicht, wie viel da insgesamt in den Topf, in den Teller passt. Ich schätze mal so 400 dann wahrscheinlich. Und dann läuft er auch über. Das reicht gar nicht mehr, okay. Merkwürdigerweise. Das ist sehr merkwürdig. Also für drei Portionen langt es nicht. Na gut, aber wir haben ja auch nicht so viel Zeugsmaterial hier. Da wartet mal. Zwiebel. Ja, ich wollte jetzt gerade noch mal gucken, ob das vielleicht. Ja, da haben wir hier eigentlich ein bisschen mehr Zwiebel jetzt drin wie da. Ja, aber es sind ja auch bis 3 Gramm zu viel. So. Den Knoblauch braucht man nicht mehr, ne? Jetzt, wenn man das jetzt noch mal vermengt hätte, das jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht getan. Ja gut, dann haben wir hier. Also das ist das, was wir fortgeben wollen als Armeeessen. Dann mal den Platz so lang zubeißen. Ja, das erfordert ihn. Genau, sehr schön. Das erfüllt die Anforderung. Freut mich. So, dann machen wir hier noch was für normalen Handel. Geht ja auch an die, aber ja. Und da haben wir halt noch einen Rest. Ein Rest für Sündle. Zuweisen. So. Naja, das, wenn wir es für einen Dollar wegkriegen, was soll's? Ja, und jetzt will ich mal ganz kurz was probieren. Ich vermenge mal das, was da noch ist, ja. Das ist schon geil. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal testen. Jetzt habe ich hier eine Mischung. Ja, gut, das wären jetzt das 47 Milliliter, was daraus geworden ist. Aus dem bisschen Knoblauch und aus dem bisschen Chili. Das ist ja erstaunlich. Na gut, das war 40 Gramm Chili, ne? Aber ja. So, gut, das können wir wegleeren. Wollte ich jetzt einfach nochmal testen. So, das ist leer, das ist leer, alles klar. Haben wir sonst noch irgendwelche Probleme hier? Ne, haben wir nicht. So, jetzt haben wir 15, 16, alles klar. Gerichte haben wir durch. Hier vielleicht ein wenig aufräumen. Haben wir ein bisschen Zwiebel rumfahren? Ja, nee, die ist ja kalt. Die können wir jetzt. Hätte jetzt gesagt, die hätte ich halt da noch in den Teller mit reingeben können, ne? Da. Aber das macht den Kuchen auch nicht fett. Das ist ja da kalt hier. Meistens fort hier. Ist eh schon alt. Und da noch rumfahren. Ein bisschen Karpfenstückle hier. Hoppala. Ist aber teilweise gewürzt, ne? Na komm, ich schmeiß den mal weg. So. Sag mal, müsste ich da jetzt wieder Geld zurückerhalten, wenn ich den Teller wieder zurücklege, oder? Weil wenn ich einen nehme. Das wird jetzt gerade nicht angezeigt, sonst wird also mal in Rot da ganz kurz das Geld eingeblendet. So, was haben wir? Das ist auch gewürzt, ne? Gürteltierfleisch. Aber im Ernst, das ist halt auch wieder, ne? Sellerie haben wir noch ein wenig übrig. Haben wir so Aasgeierfleisch-Gelumpe hier. Ja, da könnte man eigentlich wirklich so einen Eintopf machen, geschnetzelter Eintopf oder was weiß ich. Einfach so ein Fantasieessen. Ach, da haben wir noch ein Stück Fisch. Habe ich auch weg. So, ist mir jetzt egal. Dann haben wir noch eine Gurke hier rumfahren. Trockenfleisch, nein, das vergeht eigentlich eher eh nicht. Aubergine haben wir noch rumliegen. Das könnte ich ja in den Teller reinpacken.
Hallo? Aber was ist denn eigentlich mit dem Fleisch? Ach, das da ist gewürzt mit Barbecue-Soße und das ist ungewürzt. Okay. So, dann nochmal das hier wieder zurückstellen. Das vielleicht ein bisschen kompakter zusammenstellen. Haben wir jetzt noch eine Chilischote übrig. Das da hinten. Käse, ach so. Na gut, das sieht aus wie ein Trockenkäse, also der hält es aus hier. Das Fleisch. Was haben wir da noch? Paprika. Naja, das sind aber schöne Stückchen hier eigentlich. Ja, komm, warte mal, die Gurke, die kann ich mal da noch mit beilegen. Dann kann ich nämlich das Fleisch ja auch noch auf den Teller legen. Ja, das ist zu viel. Fällt gleich wieder runter, oder? Ja. Und das Fleisch hier, naja. Gehört auf jeden Fall zusammen, okay? So. Gutski, Leute. Was sonst noch irgendwie Probleme? Oh. Ha, da haben wir noch einen Sellerie. Dass der nicht mutiert ist jetzt in der Zwischenzeit. Eieiei, den habe ich jetzt total vergessen. Sondern wir haben gar kein Saatgut mehr momentan. Wir haben ja alles auslaufen lassen im Endeffekt hier, ne? Also das haben sie doch irgendwo rausgenommen, das Logo. Also ganz eindeutig. Gut, was ist eigentlich? Ja, da ist die Ratte so aufgeschnitten wie, wie jetzt hier ein Stück Schwein oder so, ne? Echt ganz witzig gemacht. So, ich werde noch ein bisschen jagen gehen, komm. Die freuen sich da schon wieder auf mich. Sehen ja, die Population ist nämlich wieder da. Da mal unser neuer aufgewertetes Gewehr ausprobieren. Upala. Jetzt hauen die nämlich nicht mehr ab, glaube ich, die Viecher. Ja, das ist jetzt sehr angenehm. Ah, komm her, du komischer Flugsaurier. Der andere hat dann Gas gegeben, oder? Ah. Ah, daneben. Also ist schon angenehm. Jetzt hauen die Viecher nicht mehr ab. Wenn man da einmal schießt. Na gut, Nachladeanimation gibt es auch. Hihihihi. Das ist jetzt schon viel zu einfach hier. Da. Von euch Geiern brauche ich noch ein paar. Müssten wir drei Geier haben. Ratten, ne? Jetzt Ratten haben wir eigentlich schon zu viel. So, warte mal, du bist auch noch fällig hier hinten. Da kriegen wir den Geier noch. Hui. Ja, die erinnern mich wirklich an so einen Aerodactylus. Der ist größer. Da. Ja, ich denke, das ist genug ausgedünnt. Hallo? Doch, wir können noch ein paar Ratten jagen. Oder ein paar Geier. Da. Daneben. Zeigt ja fliegende, bewegende Dinger, das ist schon schwierig.
Ich habe schon gedacht, dass die Zeit wieder angehalten worden. Ja, hier sehe ich es nicht gegen die Sonne. So, die Ratten möchte ich halt auch nicht komplett ausrotten. Das hat echt keinen Sinn. Ja, Achtung. Ja, Achtung. So, jetzt haben wir überall Achtung. Dann lege ich das mal wieder weg. Ja, jetzt haben wir nämlich bloß noch drei von jeder Sorte. So, also da haben wir ja mal ordentlich noch was rausgedünnt hier. Ja, mit dem neuen Gewehr ist es ja richtig geil. Richtig geile Matik hier, ne? So, okay. Haben wir eigentlich hier drin Bouillon? Okay. Warum haben wir da noch Bouillon drin? Da haben wir noch 300 Milliliter Bouillon im Endeffekt. Wenn man es hochkommt. Ja, irgendwas habe ich da mal aus Versehen gemacht. Ich weiß es echt nicht. So, gut, die Karawane kommt demnächst. Dann wollen wir mal nachgucken, was haben wir eigentlich für Perks momentan aktiv. Ach, man kann das auch ein- und ausschalten. Ja. Gut, weil im Endeffekt müsste ich das ausmachen, weil das dann besser ist, ne? Gut, aber normalerweise, wenn es dann einmal hast, das Perk, dann hast du das, ne? Das habe ich echt nicht gewusst, dass ich das deaktivieren könnte. Weil eigentlich ist ja das Sinn, dass wenn die Flaschen kaputt gehen, ne? Das macht halt mehr Witz hier dann dabei. So, okay. Also das sind die Einser-Rezepte oder die wir mal am Anfang gekriegt haben, die sehr einfachen Sachen, ne? Quests. Was ist dann das? Das Abendessen der Wahrheit. Dafür kriegt man den Bildschirm. Gut. Da gibt es auch noch Tutorials, ja. So wirklich habe ich mir die aber nie angeguckt, ne? Ja, aber im Endeffekt kennen wir das ja. Was? Ach, wenn das Funkgerät mal fertig ist, kann ich damit dann auch Sachen so bestellen. Ja gut, das kostet dann mehr, aber das wird dann als Paket geliefert, okay. Alles klar. Okay. Der Tag neigt sich wieder am Ende zu. Ich möchte eigentlich immer, wenn es geht, aber das kriegst du halt nicht sauber, ne? Da komme ich irgendwie nicht richtig bei. Ah, doch, so geht's. Das See nach Winkel. Das ist sowieso, ne? Dann normal lässt er ein bisschen Wasser laufen und dann ist das Ganze eigentlich auch abgespült, ne? Aber es ist schon normal, ne? Das ist das Spiel. Da suchst du die Normalität. Dinner time! Ja, das ist aber ein schönes, leckeres Hähnchen. Das gibt's hier nicht, ne? Hier in der Öde. Ja, und diese Bratdinger haben wir eigentlich auch nicht groß gebraucht, ne? Das fällt mir jetzt gerade so auf. Gut, was mir eigentlich auch auffällt, wenn wir wieder größere Mengen bräuchten, könnten wir hier zum Beispiel eine Schöpfkelle mit 50 Milliliter nehmen. Das wird aber jetzt hier voraussetzen, dass ich natürlich Sachen hier irgendwo in den Teller reingieße dann. Na? Aber jetzt habe ich mir jetzt überlegt, weil wenn ich als dann die Pipette hier ewig hier bemühen müsste, ne? Wenn ich dann den Inhalt einfach irgendwo in eine Schüssel oder was reinkippe, dann ist es doch viel einfacher. Wir können mal was testen. Wie viel passt denn eigentlich hier in diese Schüssel rein? Das will ich mal testen. Okay, 300 ist kein Problem. Naja, 400 passt hier in die Schüssel rein. Hätte es da wieder ausleeren können, jo. So, und jetzt was passt in den Suppenteller komplett rein? Eigentlich ist es auch ein kleines Pendel, ne?
Okay, 400 ist eigentlich auch kein Problem. Ja, also auch nur 400. Okay, also sind die zwei Schüsseln im Endeffekt identisch. So ein bisschen Wasser am Boden macht ja nichts, ne? Das sieht man auch nicht im Endeffekt. So. Ja, und in den Teller passt wie viel rein? Flüssigkeit. 100 ist kein Problem. 200 ist ein Problem. 100 passt so circa in den Teller rein. Okay. Nur mal, dass man das mal so die Größen kennt, ne? So. Okay, jetzt testen wir mal. Ah, das können wir nicht, weil da ist was drin. Sonst hätte ich mal getestet, was in den kleinen Topf reinpasst. Was passt denn eigentlich in die Pfanne rein? Die müsste immer abgespült werden. Okay. Funktioniert gar nicht. Erweiterte Steuerung. Okay. Um die 400 passt da rein. Aus, hallo, aus. Okay, dann wissen wir das auch. Ja gut, im Topf, da passt wahrscheinlich 1,5 Liter rein, vielleicht, oder 2. Das teste ich jetzt einmal ganz kurz, weil ich es nicht weiß. Hab's eh wieder vergessen irgendwann, ne? Okay. 2,5 Liter passen in den Topf rein. Schwapp, schwapp. Ja, wie gesagt, das Lernen ist dann immer so ein bisschen doof, ne? Weil man da so viel Tasten halten muss. Ah, jetzt wissen wir es ungefähr. Also, wie gesagt, die weiße Schüssel und die schwarze Schüssel hier. Das ist eigentlich Suppenteller, aber. Was ich vor. Na, das kostet einen Dollar mehr, aber. Die sind gleichwertig. Wissen wir das Ganze? Ich warte noch kurz, bis die Karawane halt ankommt, ne? Das ist halt das, wenn ich jetzt sage, ja, wir machen es beim nächsten Mal wieder und ja, ihr kennt es vielleicht. So, was habe ich denn eigentlich hier hinten noch drin? Habe ich da noch Spieße drin? Ja, da habe ich noch Spieße drin, okay, alles klar. Ja, da haben wir nichts mehr. Also man kann zweimal Dünger reingeben hier in den Topf, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber ich habe da ja eh noch keinen Dünger, ne? So, jetzt kommt die Karawane. Yes! Dann haben wir das nämlich abgeschlossen, das Thema. Dann können wir nicht frisch anfangen beim nächsten Mal. Ist was, Doc? Habe ich jetzt der Errungenschaft erhalten. Wie bei Bugs Bunny. So, naja, der nukleare Brokkoli war am besten bepreist. Der Rest, naja, so unterstützt. Standard 100 ist eigentlich ganz gut, wenn wir kriegen, ne? Ah ja, $500 immerhin. Jetzt gucken wir uns natürlich noch die Details an. Aber die Garnelen, die habe ich eigentlich mit 5 Sterne hingekriegt, obwohl beim ersten Mal, die waren ja kacke. Obwohl hier was nicht erwünscht ist. Wo aber im Rezept steht, ne? Der Sud, der wurde ja, das sollte ja in den Teller rein, also die Mischung, also von daher. Kann ich nicht ganz verstehen. Die rote Pilzsuppe. Naja gut, da haben sie die Schnitttechnik und die Menge hier bemängelt. Aber okay, trotzdem hat es voll einen Ausschlag gegeben. Warte mal, hier Strahlung. Aha, hier hat es zum Beispiel nichts verändert. Haben wir auch einen Haken gekriegt dafür. Okay, hier haben wir keinen Haken. Der nukleare Brokkoli, der war auch in Ordnung. Ja gut, aber da halt wieder die Butter. Aber da ist es gleich. Ich habe die Butter gar nicht auf den Teller gegeben. Hier haben sie die Schnitttechnik bemängelt. So. Der Ratteneintopf. Okay. Ach, der Rest von der Suppe da wurde als Ratteneintopf wohl gedingst, oder wie? Ja, irgendwie witzig. Da hat es einen Sternabzug gegeben. Die rote Pilzsuppe. Habe ich rote Pilzsuppe gemacht? Ah, ja, doch. Ja, dann passt es aber hier. Falsches.
falsche Menge an Produkt, verstehe ich nicht ganz, aber ist egal. Hat trotzdem 5 Sterne bekommen. Sehr schön, dann können wir das ja abklären. So, heute gibt es halt einmal eine längere Folge wieder. So, die Unteroffizierung Zoe Glaze spricht wieder mit uns. Perfekt, die aromatischen Zutaten, Gewürze sollten den Geschmack des Serums verbergen, okay? Ja. Ihr habt ja keinen großartigen Wunsch hier gemacht. Das ist ja jetzt Karawane. Tee. Ich hoffe, das funktioniert. Dr. Mill hat erwähnt, dass du einen Bildschirm für den Satellitensender benötigst. Ja, wäre vielleicht hilfreich. Behalt ihn und viel Glück mit deinem Vorhaben. Okay. So, das Abendessen der Wahrheit ist damit fertig. Ein Story-Gegenstand, ein Bildschirm, ja. Ich habe für die Führung Gerichte für das Thanksgiving-Essen vorbereitet. Ich hoffe, dass das Wahrheitsserum helfen wird, Dr. Mill zu retten. Zoe hat mir den Bildschirm als Belohnung geschenkt und jetzt habe ich alle Teile, die ich brauche, um das Funkgerät zu reparieren. So. Eigentlich müsste es heißen Thanksgiving der Wahrheit, ne? So, abholen. Mila Run von der Karawane. Sieh an, sieh an. Wie ich sehe, bist du mittlerweile so etwas wie eine lokale Berühmtheit. Naja, wenn er mich dazu macht. Ich wusste, dass sich meine geringe Investition bezahlt machen würde. Ich glaube, ich habe noch nie so regen Handel zwischen den Lagern gesehen. Und du hast bereits alle nötigen Ersatzteile für die Reparatur des Funkgeräts gesammelt. Leider herrscht momentan ein sehr schwerer Sandsturm. Ich würde dir nicht empfehlen, zu Fuß zu gehen. Ja, wie denn dann? Nehmt ihr mich mit? Ich glaube, ich habe Zeit für einen kurzen Abstecher und kann dich bei der alten Sendestation absetzen. Allerdings würde ich das was kosten. Okay. Bereite 2 Gerichte für die Fahrt vor. Die Auswahl der Rezepte überlasse ich dir. Ja, da können wir irgendwas ganz Einfaches nehmen. Denk dran, nach der Abfahrt gibt es kein Zurück mehr, also überleg dir gut, welche Gerichte du zubereiten möchtest. Ja, das ist doch Sinn des Spiels, zu den Antennen und die zu reparieren, oder? So, was die Zukunft bringt. Ja, ich habe alle Ersatzteile und stehe kurz vor meinem Ziel. Aufgrund des Sandsturms konnte ich nicht, konnte ich die Sendestation nämlich zu Fuß erreichen. Aber Mila Run hat mir angeboten, mich mitzunehmen. Jetzt muss ich nur noch 2 Gerichte zubereiten. Das ist eine Reise ohne Wiederkehr. Ich sollte mir also ganz sicher sein, bevor ich den Bunker für immer verlasse. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Weil da war ja im Tutorial gestanden, ich kann mit dem Funkgerät auch Sachen anordnen dann. Naja gut, dann ist es wahrscheinlich Ende im Gelände. Dann geht es sozusagen in den Endlosmodus wahrscheinlich über später. So, also wir können irgendwelche Gerichte machen. Alles klar. Schließen. Ja, und das war jetzt Tag 26 oder 27. Ja, und da kann man nichts mehr machen. Ich habe jetzt gedacht, naja, das kann man, also das geht wahrscheinlich dann auch, aber ja. So, weiter. Kauftechnisch, naja, gut, eigentlich müssen wir wieder was verkaufen, ne? Wir sind ja auch Großwildjäger. Wenn man es so will. Ich meine, ich kann ja mal kurz durchscrollen. Aber so schaut alles solide nach alles gut aus. Ja. Die Burgerbrötchen helfen, die tue ich jetzt auch nicht aufstocken. Gut. Gewürze ist natürlich immer noch das Abführmittel angeschrieben. Gibt es jetzt auch als 50% weniger. Aber es braucht ja eigentlich nicht. Das waren ja Story-Elemente, die Dinger hier. Gut, dann würde ich sagen, eigentlich sind wir fertig. Den Tag beenden. So, dann haben wir ja auch eine Dreiviertelstunde. Naja, gut, okay. Für die, wo es interessiert, die gucken sich sowas auch zum Ende. Da brauche ich auch eigentlich keine Abfrage starten, wer die Sendung hier, also die Folge bis zum Ende geguckt hat. Der schreibt jetzt dann mal Wischmob in die Kommentare rein, ne? Ja. So. Gut, Leute, wie gesagt, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir müssen dann jetzt hier was für die Karawane machen, damit wir da hin können. Und jo, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen.
Mehr gibt es wieder beim nächsten Mal. Wenn es, wie gesagt, gefallen hat, dann wie immer Like und Kommentar hinterlassen, ne? Ja, ihr wisst ja, wie es ist. Das erkläre ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal, von wegen Kommentaren und so weiter. Aber ihr wisst ja, ich lese ja alle, ne? Ja, ich sag tschüss, bis dann, euer Lego.